Hallo und herzlich willkommen zum ersten 1 gegen 1 Duell mit Schwarzflügel in der Anfänger-Konfiguration. Fällt mir vor Freude gleich nichts mehr ein. Man hört es vielleicht ganz gemütlich im Hintergrund klappern, das bin diesmal nicht ich. Das ist schön. Ja. Achso, sag doch, dass wir noch nicht Ja, gehigh-fived haben. Erst eine Bro-Fist und dann High-Five, ich glaube, das wird ein gutes Spiel. so muss das. Ja, ich fürchte auch. Bei dem, was ich auf der Hand habe, kann es nicht besser werden. So. Aber gut. Man kann Dinge tun. Das Schlimme ist, ich fühle mich gerade so voll Gladiator-Ungeheuer technisch. Zumindest von der Zeit her. Ja, was denn? Ungefähr dieselbe Konfiguration von den Karten her kam damals immer. Und da fand ich es schon nicht cool. So. Warum spielst du eigentlich immer Themen, die ich mir noch durchlesen will, aber dann immer keine Lust mehr habe? Okay. Ja, nee, nee. Okay. Die Kartentexte, die sie formulieren, sind teilweise auch total schwachsinnig. Falls diese Karte in der Monsterzone ihres Besitzers durch einen Angriff oder Karteneffekt deines Gegners zerstört wird. Das ist ein Monstereffekt. Wo soll denn das Viech sich sonst befinden? Die Frage, was braucht sogar davon am wenigsten? Alles. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Tu Dinge, aber tu sie schnell. Tu sie gewitzt. Das kann ich nicht versprechen. Was? Warum nicht? Also, dass es schnell geht. Du bist genauso gut auf das Deck vorbereitet, mit dem du gerade spielst, wie ich merke. Genau. Ja. Und dann, ne? Kann ich Spielzüge anbieten? Spider-Monster. Friedhof verbannen. Spider-Monster. Friedhof fehlen. Fühle Hand zu. Aha. Ist die denn diesmal jetzt geplant oder wolltest du wieder was anderes? Nö, die ist geplant. Das war ja sonst immer die... Ach, schlag mich tot. Die Rafflesia, die da nicht drin war. Aha. Oh. Aha, aha. Nee. Okay. Tue Dinge. Bestellen hatte ich schon. Okay. Oh, oh, gleich bin ich. Gleich komme ich mit schwarzen Flügeln. Okay, das war's dann wohl erstmal. Haha, ich hab's verdammt Schaden gemacht. Ich bin zu gut, ey. Damit bleibt's dann wahrscheinlich auch erstmal. Haha. Kannst du mit dem was anfangen, den ich dir gegeben habe? Ich glaube doch nicht. Was macht denn der? Was kann der? Ich glaube, Schwarzflügel ist ziemlich am Arsch, wenn die erste Beschwörung nicht durchgeht. Also einfach weg damit. Weiß ich nicht, ich, aber das ist gar nicht so schlecht. Ich hab, glaube ich, sowieso einen Fehler gemacht. Ich hätte erst den anderen. Dann hätte ich nämlich mit, wie ist schon hier, hieße, Seraphine durchkommen können. Obwohl, naja gut, dann wäre Seraphine da reingerannt, das macht keinen Unterschied. Oh, das ist natürlich doof, dass hier die Blumen zu wenig benutzen. Ach, egal. Was? Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich den Spion jetzt hier... Doch? Oh, woher weiß ich nur, dass du eine Monsterkarte als nächstes ziehen durfst? Ich habe keine Ahnung. Das ist ja ich so, auch als wenn du es vorhergesehen haben hättest, getan zu haben, zu tun, zu haben, zu wollen. Genau so und nicht anders. Was macht der? Ja, Licht. Du kannst einen Zauber, wenn ihr den Gegner kommt, störe sie. Das ist jetzt schlecht. Ja, dachte ich mir, das mache ich ja. Hey Mann, das geht doch nicht. Klar geht das, wirst du sehen, pass auf. Und falls es schön ist, der da. Den brauche ich noch. Nee, das sehe ich nicht. Aha, ich habe einen Typen. Ich hatte einen Typen. Mhm. Aber dieser Typ hat einen tollen Effekt. Das ist jetzt natürlich so. Nee, es ist toll, deswegen ist der Effekt auch toll. Ja, ja, das ist es. Und ich habe schon 4000 Schaden gemacht. Oh, ich bin so gut. Oh, schön, 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 schön. Ja, nee. Doch, das ist richtig schön. Ja, leider schon. Ach. Das kann man immer nehmen. Ja. Ja, das kenne ich leider. Leider kenne ich das. Ja. Soll ich dir mal sagen, dass es ziemlich kacke ist? Was denn? Alles. So im Großen und Ganzen.
Dieses Thema besteht halt aus Tierkarten, das ist weniger als was Schwarzflügel. Ja, fast jedes Thema hat weniger Karten als Schwarzflügel. Es gibt nur, glaube ich. Jeder, ich glaube, bis auf Helden jedes. Nee. Ah, Genex hatte auch so viel. Ja, Lichtverpflichtet kommt da nicht ganz mehr ran. Wir haben zu wenig Zeug gekriegt die Zeit über. Oh, Genex hatte einen Haufen. Wobei fast alles Schrott war. Super starke Samurai. Haben wir auch einen Haufen gehabt. Und ob der Helden jetzt als Ganzes zusammenzählen kannst, das ist auch wieder eine ganz andere Frage. Ja, stimmt schon. Weil die Genex konntest du ja wenigstens noch zusammenspielen irgendwie. Bei den Helden, die kotzen sich ja gegenseitig ins Knie. Ohne Moment, doch konnte ich die Xyklus einmal namentlich benutzen? Ja. Ah, okay. Siehst du, gut, dass ich das wusste. Ich habe das geahnt, das hatte ich im Urin. Ja, was will man machen? Anderen Urin haben. Ja, das kann helfen. Ja, eine Urintransfusion wollte ich gerade sagen, aber das ist ein bisschen eklig, deswegen lasse ich das. Reicht das für 8000? Nee. Nee, noch nicht, ne? Doch. So. Nee. Klar. Nee, reicht noch nicht. Doch, das reicht schon. Bei dem, was du gleich machst, reicht es. Warte mal, 3, 6, 7, 2. Nee, da muss ich noch exiten. Da ich ja. Deswegen sage ich ja, bei dem, was du gleich machst, reicht es. Ich bin ja nur halb so doof, wie ich aussehe, deswegen, ne? Ja, so. Das war ein erfolgreiches, gutes erstes Duell. Man sieht, das Deck kann Dinge. Ich sag aber, Schwarzflügel ist tierisch das Problem, wenn die erste Beschwörung putsch ist. Nicht nur das, es war der einzige Empfänger, den ich hatte. So ist das. Ja. Dafür packe ich dir jetzt Kalut oben aufs Deck drauf. Toll. Das bringt mir sowieso nichts, weil den ziehe ich eh nicht. Selbst wenn ich jetzt die Runde überlebt hätte, hätte ich den nicht gezogen. Weil ich mit dem Typen, der in den Friedhof gegangen ist, da kann ich mir eine Endphase einen Schwarzflügel auf die Hand holen, wenn der in diesem Spielzug auf den Friedhof gegangen ist. Deswegen, ich hätte so oder so irgendwas bekommen, was ich hier brauchen könnte. Ja, es war... erfolgreich war das. Ja, sehr erfolgreich. Ich bin da schwer begeistert davon. So, 2000, 3, 8. Ja, das reicht. 6, 2, 8, reicht 2. Genau auf 8000, ja? Ne, es sind 8, 2. Okay. Obwohl, ne, ach ne, da drüben. Ach ne, doch, ja, doch, 8000. Ja, okay. Sind genau 8000, ja? Ja, das passt ja. Ne, das kann ich so nicht zulassen. Das extra DP gibt's hier nicht, Junge. Ganz speziell. Das kann ich. Nee. Warum habe ich jetzt keinen Kampfausblender? Aber siehst du, du hast mir 4000 Punkte abgezogen. Ja, fast. Aber man sieht mal, das Deck ist gar nicht so gut. Haben Anfängerdecks irgendwie meistens so an sich, dass sie gar nicht so gut sind. Wobei das Problem ist, das ist auch noch eins der schwierigeren Anfängerdecks, weil Synchro-Themen sind sowieso immer so ein Ding. Gut, man hat's gesehen, man kann Dinge damit tun. Man kann allerdings auch Fett auf die Fresse bekommen. Das Problem ist eher jetzt ja gewesen, ja, es ist wie viele Synchro-Decks, wenn eine Beschwörung nicht richtig durchgeht, im richtigen Moment, dann hast du halt ein Problem. Und als Anfängerdeck ist es meistens die erste. Ja, haben Sie noch ein Fazit dazu zu bringen, großer Typ da drüben, der nur Scheiße gebaut hat die ganze Zeit? Last but not least, Spioral sind cool. Nein. Das auch schon so ein bisschen. Nein. Wir sehen uns auf jeden Fall dann beim zweiten Spiel wieder, wo ich wahrscheinlich auch wieder katastrophal nichts zu tun haben werde. Gut. Ja genau, lasst klappern in dem Sinne. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sage mal, so viel bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.